Ich möchte heute nochmal der Frage nachgehen, ob es sich lohnt, ein iPad Pro zu kaufen. Im letzten Video habe ich euch ja ausführlich von meinem iPad Pro 2018er berichtet. Ich glaube, ich habe mir das 2019 gekauft. iPad Pro ziemlich teuer, über 1000 Euro, 12,9 Zoll, super Display, sehr guter Prozessor. Das Gerät ist über 5 Jahre alt, funktioniert immer noch einwandfrei, auch wenn es verbogen ist und keinen Wiederverkaufswert mehr hat. Darüber habe ich euch im letzten Video, wie gesagt, ausführlich informiert. Trotzdem krasses Gerät. Und ich habe mir ein neues iPad gekauft. Ich glaube, ihr habt das noch gar nicht so richtig mitbekommen. Und das neue iPad sieht so aus. Und das ist das Casual iPad, sozusagen das günstige iPad von Apple für um die 500 Euro, 450 Euro, je nachdem wo. Und das ist ein klassisches iPad, das günstigste, wie gesagt, und funktioniert einwandfrei. Und ich muss ein bisschen weiter ausholen, möchte kurz was zum Vergleich sagen der beiden iPads. Das iPad Pro, warum ich mir das damals gekauft habe, habe ich euch auch ausführlich im letzten Video erzählt. Unter anderem habe ich mir das aber auch deswegen gekauft, weil das iPad damals noch anders designt war. Auch damals gab es schon ein günstiges iPad und das war eher auf Hochkantbedienung ausgelegt. Das heißt, die Stereo-Lautsprecher, die waren so angeordnet, dass man nur Stereo hatte, wenn man halt auch wirklich das iPad so verwendet hat. Dann hatte man links und rechts und wenn man das iPad so verwendet hat, dann hatte man kein Stereo, sondern dann hatte man Mono von irgendeiner Seite des Geräts her. Das war meiner Meinung nach ziemlich dummer Designfehler von Apple, aber das war ja auch sehr erfolgreich, das iPad von daher. Und da hat es einen Fingerabdrucksensor gegeben, der war unten platziert. Das war irgendwie auch komisch. Das war mit dem Daumen zu entsperren. Und jetzt ist es so, jetzt gibt es hier auch einen Fingerabdrucksensor, der ist aber im An- und Ausschalter integriert. Also hier kommt der Zeigefinger hin und dadurch wird das Gerät entsperrt. Hier sind die Lauter- und Leiser-Tasten und wie gesagt, das Gerät funktioniert jetzt auch in Stereo, wenn man es so hält. Das Display ist ausreichend meiner Meinung nach. Mein alter Stift funktioniert hier leider nicht mehr. Der hat beim Pro besser funktioniert. Ja, und wenn man jetzt die Geräte mal vergleicht, also dieses hier ist, glaube ich, 2023 hergestellt worden und ja, ist sozusagen, oder 2022 sogar, ist sozusagen 2 Jahre alt. Und interessant ist im direkten Vergleich, dass dieses iPad schneller ist, immer noch, es ist schneller, es wird immer noch mit Updates versorgt. Es hat 4 Lautsprecher. Es hält wahrscheinlich auch länger vom Akku her, wobei ich bin mir da gar nicht so sicher. Und es ist unglaublich dünn. Aber dieses iPad hier kostet 450 Euro, bestenfalls sogar 430 Euro nur oder so bei Amazon. Und dieses iPad kostet über 1000 Euro, hat ein viel besseres Display, viel bessere Lautsprecher, dies, das. Aber, und das ist wirklich, man merkt schon den Unterschied. Aber trotz allem kann man alles, was man so macht, täglich, das heißt bisschen surfen, bisschen YouTube gucken, News lesen, keine Ahnung, was ihr am iPad macht, bisschen zocken. All das kann man mit diesem Gerät hier halt auch machen, außer dass da kein M1-Prozessor drin ist und dass da halt kein professionelles Schnittprogramm draufläuft, also Final Cut Pro beispielsweise, das läuft eben nur auf M1-Geräten. Ansonsten ist das zwar etwas schwächer wie das 5 Jahre alte iPad Pro, aber ich finde halt, dass der Unterschied vom Preis her auf gar keinen Fall gerechtfertigt ist. Zudem kommt eben noch, dass ein MacBook Air, das sehen wir hier ganz rechts, sich auch nochmal in der etwa gleichen Preisklasse bewegt wie das iPad. Und mit dem MacBook kann man halt viel, viel mehr machen. Man ist da viel freier in dem, was man tut. Man hat eine Tastatur dabei, ein Touchpad, man hat hier einen vollwertigen PC sozusagen, auf den man sich Programme auch aus Fremdquellen laden kann, solche Geschichten. Es läuft Final Cut drauf, es läuft, weiß ich nicht, LumaFusion drauf, das Schnittprogramm, es laufen Spiele drauf, wenn man denn unbedingt am Mac spielen möchte. Also dieser Computer bewegt sich in etwa in der gleichen Preiskategorie wie dieses teure Luxus-iPad und rückwirkend betrachtet würde ich mir kein iPad Pro mehr kaufen, sondern
immer nur das MacBook, weil man mit dem halt viel mehr machen kann. Trotzdem liebe ich mein iPad, versteht mich nicht falsch. Abends im Bett liegen, YouTube-Videos gucken, da ist das absolut genial. Das kann ich mir wiederum mit dem Computer hier überhaupt nicht vorstellen. Das hier ist schon irgendwie eher ein Arbeitsgerät. Ich liebe mein iPad, aber ich finde 400 Euro, bisschen mehr, das ist völlig ausreichend. Das hier ist eben mehr als doppelt so teuer. Und interessant ist das meiner Meinung nach höchstens für Leute, die unbedingt zeichnen möchten mit dem Apple Stift, so Designer oder so. Allen anderen würde ich raten, zum MacBook zu greifen, vor allem auch in der Uni zum Studieren etc. Da habe ich schon viele positive Berichte über das iPad gelesen, aber ich glaube das alles nicht so richtig. Ich glaube, mit dem MacBook ist man schneller und effizienter unterwegs und auch die Akkulaufzeit ist besser. Hier sehen wir noch mal ein paar aktuelle iPads im Vergleich. Das ist das iPad Pro mit M4 Prozessor, 13 Zoll, ab 1549 Euro. Das ist mein iPad, ab 429 Euro. Und dann gibt es alternativ seit dieser Generation noch das iPad Air, genauso groß wie das iPad Pro, jedoch nur mit M2 Prozessor für 400 Euro weniger. Hier seht ihr nochmal die Zusammenfassung, die Displaygrößen im Vergleich, die Display-Features im Vergleich. Ob sich das lohnt, muss jeder selber für sich selbst entscheiden. Mir reicht der A14 Bionic Chip, wobei die anderen natürlich schon wesentlich mehr Power zu bieten haben. Da würde ich dann aber eher in einen besseren Mac investieren. Die Kameras sind meiner Meinung nach ähnlich und irgendwie komplett irrelevant, spielt überhaupt keine Rolle meiner Meinung nach, was für eine Kamera im iPad drin ist. Ich habe ein iPhone, ich würde nie mein iPad für Kameraaufnahmen benutzen. Wer kommt denn auf sowas? Ja, dann sehen wir hier die Konnektivität, wie das Ganze entsperrt wird. Also auch das iPad Air hat nur Touch ID, wobei ich glaube, dass das unter Umständen die zuverlässigere Variante ist. Face ID funktioniert am iPhone hervorragend, aber mit dem iPad so im Liegen, im Dunkeln, nachts oder so, ist das schon nicht immer ganz zuverlässig. Hier sehen wir nochmal die Unterschiede im Bereich Lautsprecher und Mikrofone. WLAN ist überall das gleiche drin, mehr oder weniger. Kapazitäten etc. pp. Also sind schon große Preisunterschiede. Was haltet ihr davon? Hinterlasst mir gerne einen konstruktiven Kommentar zum Thema. Abo und oder Like, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns hoffentlich demnächst in einem anderen Video wieder auf diesem Kanal. Bis dahin, macht's gut. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.